Heute geht es durch das Oderbruch. Nicht den Oderbruch, wie ich jetzt gelernt habe, sondern das Oderbruch. Vor allem mir in Erinnerung geblieben durch das enorme Hochwasser 1997. Oh, und die Mücken sind auch wieder hier. Die sind echt schlimm. So. Unsere Räder sind schon gepackt, das Zelt ist eingepackt. Wir haben 20 vor 8 und... wir warten eigentlich nur noch auf das Frühstück. Um 7:45 gibt es ein Frühstücksbuffet. Los geht's. Folge der Tour auf Dorfstraße, L371 Richtung Nordosten. Das machen wir. Und, was soll ich sagen, 9.25 Uhr, wir fahren los. Check. Ich glaube, du musst die Beine noch abmachen, Schatz. Er meint nicht die fleischlichen Beine, sondern die Hosenbeine. Die werde ich gleich auch abmachen, aber erstmal fahren wir los. Was für ein perfekter Start in den Tag. Wir hatten ein traumhaftes Frühstück und wir hatten gestern auch noch lecker was zu essen. Das große Glück beim Radlerhof hier in Aured ist, dass der Betreiber gelernter Koch ist. Ihr kriegt also richtig fantastisches Essen. Es ist eine tolle Gemeinschaft da, perfekter Rasen. Ihr habt die Bilder ja gesehen, also Wahnsinn. Solltet ihr mal hier vorbeikommen, unbedingt da übernachten. Das ist richtig klasse. So, jetzt geht es erstmal ein bisschen eintönig weiter. Mal wieder auf dem Damm. Wir haben natürlich wieder Gegenwind. Und wir fahren jetzt hier ungefähr na, so knappe 20 Kilometer. Dann sind wir in Frankfurt an der Oder. Super. Wir stehen eigentlich die Poller da immer, wo drauf steht 0,5 und so. Das ist der Deichkilometer. Aber ab wann gerechnet? Ab dem jeweiligen Kilometer vorher zählt das dann immer hoch. Bis zum nächsten Kilometer steht dann meinetwegen 8 drauf. Da bist du bei Deichkilometer 8 und dann geht's weiter. Also dass der die Zahlen hochrechnet, das habe ich verstanden, aber... Wir sind ja gestern schon bei 1 angefangen. Ja, da gibt es immer Deichabschnitte, wo immer ein Deichvogt für verantwortlich ist. Ah.
irgendwie eine Ortschaft, wo der sitzt, und dann geht das von da aus los. Ja, cool. Bin ich wieder schlauer geworden. Das war nix. Jetzt müssen wir weiter gucken. Irgendwie keine gute Auswahl bei dem Laden mit N. Und Orma. Und Orma. Ja, schauen wir mal weiter, ne? Das wurde jetzt doch mal richtig warm. Wir sind gerade so einen kleinen Berg hochgefahren. Jetzt geht's nach Leso. Wie ist das? Leso? Oder Lesko? Leso, glaube ich. Und dann geht es aber wirklich nach Frankfurt. Und da gibt es dann die nächste große Pause. Der Weg hier an der Straße entlang ist jetzt nicht ganz so schön. Hier zwischen Leso und Frankfurt an der Oder fährt man ungefähr 3 Kilometer auf einer Straße entlang, die ziemlich gut befahren ist, wo die Autos auch teilweise sehr knapp überholen. Und hier gibt es keinen Fahrradweg. Aber Gegenwind. Dafür gibt es Gegenwind, genau. Hallo. Alles okay? Ja? Gute Fahrt. Gerne. In den Ort rein. Das gibt noch mal richtig Speed auf die Kette. Herrlich. Das ist die alte Oder. Och, wie schön. Die Insel Ziegenberger. An dieser Stelle verlassen wir schon wieder den offiziellen Teil des Oder-Neiße-Radwegs, um in die Innenstadt von Frankfurt zu kommen, vorbei an der Europa-Universität und zur St. Marienkirche.
zurück auf der Tour. Nach einem kleinen Trip in die Stadt und ein bisschen einkaufen, sind wir jetzt wieder zurück an der Oderpromenade. Und der offizielle Teil des Oder-Neiße-Radwegs wird fortgesetzt. Juhu, hier ist noch ein bisschen Kopfsteinpflaster. Hui. Zum geradeaus auf Radfernweg. Da vorne sehe ich sie schon. Die Friedensglocke, die wollte ich mir doch unbedingt angucken. Hier stehen wir in Frankfurt an der Oder an der Friedensglocke. Das ist ein Baudenkmal für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und wurde gestiftet von der CDU 1953. Und deshalb musst du auch immer die örtliche CDU fragen, wenn du die Glocke zu besonderen Anlässen läuten möchtest. Traditionell wird sie am 1. September geläutet. Denn was ist da? Der Weltfriedenstag. Sie wiegt übrigens 3 Tonnen und ist komplett aus Eisen. Und sie trägt die Inschrift Friede und Freundschaft mit allen Völkern. Na, ist das nicht wunderbar? Gewidmet und hieß deshalb auch eine ganze Zeit lang Nikolaikirche. Sie ist das älteste Gebäude, also die älteste Kirche Frankfurts, und die Ursprünge stammen von 1230. Hier ist ein bisschen Kopfsteinpflaster. Das ist nicht ganz so schön. Zwischenzeitlich wurde sie auch mal zweckentfremdet als Kornspeicher im Mittelalter oder als Schauspielhaus. Im Moment wird daran gearbeitet, daraus ein Begegnungszentrum zu machen für alle Religionen. Auch ein schöner Gedanke. An dieser Stelle könnte man jetzt rechts wunderbar an der Oder entlang fahren. Unser Weg führt uns aber jetzt nach links weiter, weil der ganze Streifen am Fluss gesperrt ist aufgrund von Schweinepest. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das Stück hier an der Straße viel besser als am Damm. Das sind sogenannte Rolling Hills hier. Das heißt, es geht zwar ständig rauf und runter, aber wenn du bei der Runterpassage genug Schwung holst, brauchst du hoch fast gar nicht mehr treten. Und das macht richtig Spaß. Ich glaube, das sind schon die Lebusa oder Berge. Das ist echt hügelig hier. Wow. Siehst du das? Da vorne geht's wieder hoch. Jetzt, oh. Wir sind in Lebus, ein kleines Städtchen, das 1226 gegründet wurde. Im 8., 9. Jahrhundert siedelten sich hier die Slawen an, und zwar der Stamm der Leubuzi. Und deshalb kommt wahrscheinlich auch der Name Lebus. Wie die Leute damals gelebt haben, sieht man übrigens im Heimatmuseum. Hinter mir ist ein Schild mit ein paar Fotos, da kann man sich schon mal eine ungefähre Vorstellung machen. Ende März bis Anfang Mai muss das hier richtig schön aussehen, denn da befindet sich hier ein goldgelber Blütenteppich aus Adonisblüten. Ein einzigartiges Naturschauspiel. Ja, wir haben jetzt Ende Juli, da sieht man sowas nicht. Und da ist meine Adonisblüte. Ich krieg zu viel. Ich krieg echt zu viel. Doch, alles gut. Ja, komm mal durch.
Es geht schon wieder permanent am Deich entlang. Oh, das ist nicht schön an diesem Radweg. Vor allem, wenn man ständig Gegenwind hat. Am 2. Februar 1945 überquerten hier sowjetische Truppen den Deich, um zur Schlacht um die Seeloer Höhen anzutreten. 40 Jahre später, 1975, besuchten Diplomaten aus 40 verschiedenen Ländern die DDR und diesen historischen Ort. Und da die nicht so fit waren, wie damals die sowjetischen Soldaten, wurde ihnen diese schöne Treppe gebaut. Die besteht bis heute und trägt den Namen Diplomatentreppe. Willst du mal gucken, wie das ausgesehen hat, wo die hier drüber marschiert sind? Guck mal. Wir befinden uns jetzt schon eine ganze Zeit lang im Oderbruch. Das ist ein Areal von, ja, die Angaben sind unterschiedlich, 700 Quadratmetern, ungefähr 60 Kilometer lang und 10 bis 15 Kilometer breit. Zum Zwecke der Landgewinnung wurde es Mitte des 18. Jahrhunderts trockengelegt. Leider wird es immer wieder überflutet. Damals siedelten sich 1200 Familien aus den unterschiedlichsten Gebieten an, zum Beispiel aus Böhmen, aus Österreich und aus der französischen Pfalz. 43 neue Dörfer entstanden. Das letzte markante Hochwasser war 1997. 14.000 Helfer waren im Einsatz und haben über 8 Millionen Sandsäcke zum Deichschutz hier hingebracht. Neben dem Oderhochwasser und der diplomatischen Treppe hat hier natürlich noch ein anderes geschichtliches Ereignis stattgefunden. Vom 16. auf den 19. April fanden hier die Kämpfe um die Seeloer Höhen statt, dort hinten. Hier trat die Weißrussische Front gegen die 9. Deutsche Armee an, mit einer zehnfachen Überlegenheit. 1 Million sowjetische Soldaten kämpften hier gegen 120.000 deutsche Soldaten. Mehr als 40.000 Artilleriegeschütze eröffneten das Trommelfeuer. Das ist wohl das größte Trommelfeuer der Geschichte. Der Ausgang war Niederlage von Deutschland und quasi ein freier Weg nach Berlin. Und damit war der Krieg beendet. So sieht's aus. Und wir setzen unsere Reise fort nach Küstrin geht's jetzt. Das übrigens auch getrennt ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Beziehungsweise eigentlich fahren wir nicht nach Küstrin, sondern wir fahren nach Küstrin-Kietz. Früher hat man einfach nur Kietz gesagt, denn es ist ein Stadtteil von Küstrin. Das ist unglaublich, dass hier alles mal überflutet war, ne? Und zwar nicht nur 1997, sondern 1947 ist das Ganze auch schon mal gewesen. Am 22. März 1947 ist hier quasi das Wasser über die Deiche geflossen. Warum war das so? Es gab eine sehr, sehr große Eisschmelze in der oberen Oder und das Eis verkeilte sich hier unten, so dass das Wasser sich aufstaute und über die Deiche ging. Und die sowjetischen Pioniere haben es nicht geschafft, quasi diese Eisbarrieren zu beseitigen. Es gab sehr viele Tote, die komplette Ernte ist ausgefallen. Das war natürlich für das vom Krieg gebeutelte Volk echt eine ganz, ganz schwere Situation. Markus! Bei nächster Möglichkeit rechts. Das Ende des Dammes ist erreicht. Das ist quasi ein Dammbruch. Bei nächster Möglichkeit rechts. Oh my God.
Ja, das waren 5 Sekunden Küstrin-Kiez. Hatte ich mir eigentlich mehr von versprochen, weil das eine ganz interessante Geschichte hat. Und zwar war das ja früher eine Stadt, die durch die Oder geteilt war. Aber es gehörte zu Brandenburg und Preußen bzw. zu Deutschland bis 1945, wo dann die Ostgrenze bis zur Oder verschoben wurde. Das Stadtzentrum damals von Küstrin, das lag in der Festung und die Festung ist drüben auf der anderen Seite. Im Zweiten Weltkrieg ist alles zerstört worden und auch nicht wieder aufgebaut worden. Daher trägt Küstrin auch den Namen Pompeji, Küstrina Pompeji. Gut, wo nichts mehr ist, kann man sich auch nichts mehr angucken, ne? Der Fischereihof Schneider, direkt am Oder-Neiße-Radweg. Herrlich, ne? Mhm. Hier kann man übrigens auch übernachten, in der Pension oder auf der Zeltwiese. Die ist direkt hinten dran. Wir sind inzwischen 10 Kilometer weiter. Wollt ihr wissen, wie es aussieht? Na, siehst du einen Unterschied? Ich auch nicht. Oh, immer geradeaus. Aber immerhin können wir die Sonne genießen. Und das tut richtig gut. Leider immer noch gegen Wind. Oh. Schöne Ansage von Komoot gerade. Wir hatten uns soeben gefreut, dass es endlich mal rechts abging. Mal was anderes, eine Abwechslung. Und jetzt sind wir hier wieder auf dem Deich. Lagebild unverändert. Ja. Und die Ansage von Komoot war, folge dem Weg 4 Kilometer. Oh. Pause? Immer noch Gegenwind, aber das sieht doch schon mal anders aus. Naja. Bedingt. Ja. Sind aber auch jetzt die letzten, ich glaube, 4 Kilometer, dann sind wir da. Pension, Bistro, Sauna. Oh. Ja, oh wow, auch nicht schlecht. Na? Na, wollen wir da hin? Mal orientieren. Stell doch mal in der Sauna die Beine lockern. Oh. Guck dir das mal an. Was ist das? Das ist eine Radwegekirche und da drinnen. Das ist ja echt der Hammer. Guck mal. Leider nur von Mittwoch bis Sonntag. Also geht's jetzt weiter. Zum Panzer. Wie heißt der T34? Mindestens, wenn nicht sogar Horst. Horst, der Panzer heißt Horst. Wir fahren jetzt zu Horst.
Kilometern sind wir jetzt in Kienitz und biegen ab auf die Straße der Befreiung. Das ist den sowjetischen Panzern geschuldet, die über die Oder kamen und Kienitz als erstes deutsches Dorf oder als ersten deutschen Ort befreit haben. Und mit sowas sind die über die Oder gekommen. Ganz doll, gehst jetzt gleich aus oder was ist das? Was war das denn? Wahrscheinlich, dass wir uns beeilen sollen. Okay. Ein langer Tag geht zu Ende. Vor allem ein langer Tag mal wieder auf dem Damm und mal wieder bei Gegenwind. Ja, es mürbt ein wenig. Ja, wenig Abwechslung drin. Und die Mücken abends tun ein Übriges, diesen Flussradweg also in besonderer Erinnerung zu behalten. Ja. Die sind wirklich schlimm, die Viecher. So, und jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz in Kienitz. Und der ist schon etwas in die Jahre gekommen. Und wir haben kein WLAN. Wir haben auch keine Netzabdeckung. Hier gibt es das nichts. Alles nicht. Nein. Das ist so ein bisschen so wie früher. Wisst ihr noch so? Buchen ohne lesen. Handy, genau. Mal gucken, wie morgen das Frühstück ist. Um 6.15 Uhr. Damit wir endlich mal pünktlich loskommen. Was aber eigentlich gar nicht notwendig wäre. Denn morgen der Tag wird, glaube ich, auch nicht ganz so spannend. Mal gucken. Bikeline hat geschrieben, es gibt eine Stelle, da fährt man 30 Kilometer am Damm entlang. Ja, super. Am Stück. Wie die anderen zwei Tage. Ja. Naja, egal. Hauptsache, dass das stimmt. Genau, ich bin gespannt, wie es wird. Morgen soll es bewölkt. Und Gegenwind. Ja, also auch das wird jetzt nicht gerade zur Laune beitragen. Wir schauen mal. Und ob dieses Fazit je gezeigt wird, wissen wir auch nicht. In dem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Songs of freedom, it's all I ever had. Redemption songs. Das wird jetzt rausgeschnitten. Ich muss überlegen, was wollte ich noch sagen. Na, so knappe 20 Kilometer, dann sind wir in Frankfurt an der Oder. Oder in Frankfurt. Der Otto macht schon wieder schlechte Witze. Ja, jetzt sei ruhig. Einen Blick auf die Karte. Die Tour liegt hinter dir in 110 Metern. Dass die immer dazwischen quatschen muss hier. Mann. Immer. Sauerei. Hallo. Hallo. Viecher. Und sie trägt die Inschrift Friede und Freundschaft mit allen Völkern. Na, ist das nicht wunderbar? Jojo. Apropos schön. Das ist ein beschissener Weg. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Du bist so schlau. Wir befinden uns jetzt schon eine Zeit lang im Oderbruch. Nein, Mann! Fahr nicht so rum. Okay. Oh, scheiße. So. Damals wurde es zum Zwecke der Landgewinnung trockengelegt, aber es wird immer wieder von Hochwasser und Überflutung heimgesucht, wollte ich sagen. Nochmal. Früher hat man einfach nur Kiez gesagt, denn es ist ein Stadtteil von Küstrin. Heute auf der deutschen Seite. Die polnische Seite ist polnisch. Hallo, liebe Radunfall. Schnitt. Ein langer Tag geht jetzt zu Ende. Schnitt.
oder Frankfurt oder nicht.